in dem anderen. Für die ganzen Auswanderer, die über Hamburg als wichtigem Emigration Port Auswandererhafen. Von hier aus sind ja 5 Millionen Menschen in die USA gereist. Teilweise mussten sie es, teilweise wollten sie es. Und einige sind hier erstmal ein paar Tage im Atlantik untergekommen, weil man ja über den Atlantik fuhr. Ja, viele berühmte Menschen haben da schon genächtigt. Aber dazu kommen wir dann nachher nochmal. Wir fahren jetzt hier einmal so um die Alster rum, so hatte ich das jedenfalls geplant. Wenn ich mir sparen können. Gibt für nichts Garantie. So, und die Alster, das Gewässer ist auch sehr, sehr flach. Das ist ja eigentlich per Zufall entstanden, durch diesen Staudamm. Plötzlich waren sämtliche Alsterwiesen überschwemmt. Der Grundwasserspiegel ist hier sehr hoch und plötzlich war hier das ganze Wasser. Da haben wir mal einen Staudamm gemacht. Och, staute sich das Wasser. Auf der Alster kann man alle möglichen Sportarten betreiben. Ruderbötchen mieten, Segelbooten, Kajak, Kanu, Schlauchboot, alles Mögliche. Nur kein Motorboot. Das ist nämlich nicht gestattet. Das ist auch ganz streng hier. Es gibt 17 Motorboote, das sind die Alsterdampfer. Also die Alsterschiffe, mit denen man dann so eine nette Tour machen kann. Wir sagen zu allem Dampfer. Wir Hamburger, wir sagen teilweise auch zu Segelschiffen Dampfer. Halt Dampfer. Das können wir rudern, zum Beispiel hier im Verein, mit vielen Menschen zusammen. Segelbötchen haben Vorfahrt. Und dann ist auch noch die Berufsschifffahrt. Und damit das nicht zu voll wird, sind wirklich nur 17 Motorboote gestattet und natürlich die Alsteraufsicht. Alsteraufsicht, die Polizei. Ich soll auch kommen. Und die Personen da drauf hast. Und die sehen auch so um die Alster herum keine hohen Gebäude. Gerade so um die Alster herum dürfen die Häuser nicht höher sein als die Bäume. Gibt ein paar wenige Ausnahmen, aber das sehen wir erstmal nicht so eng. Gleich bitte mal einen Blick nach links werfen, nach Backbord. Da sehen Sie eine Brücke. Auch gerade ist der ICE weg, sehr schön. Das ist, wenn die Baugeräte nicht dort stehen, so typischer Postkarten. Die Lombardsbrücke mit der Binnenalster, dem Rathaus, die Fontäne. Das sieht man auf ganz vielen Postkarten. Und vor uns, direkt geradeaus, befindet sich das höchste begehbare Gebäude Hamburgs, der Fernsehturm. 278 Meter und 4 Zentimeter ist das Ding hoch. Zu meiner Kindheit und noch ein bisschen später gab es da ja ein drehbares Restaurant. Oh, ich habe das geliebt, ich fand das toll. Das drehte sich, dauerte eine ganze Stunde, man konnte Kaffee und Kuchen verzehren, so viel man wollte. War ein bisschen schwierig für die Dame mit den Handtaschen auf der Fensterbank. Die drehte sich nämlich nicht mit. Da hat es aber schon echt lange Gesichter gegeben. Na, das war toll. Eine Stunde, da hat man einen tollen Blick auf die Stadt. Also, tagsüber das Häusermeer. Abends dann das Lichtermeer. Und bei Nebel gar nichts mehr. Also, dann sind die auch teilweise da runtergehüpft. Natürlich gesichert, mit einem dicken Gummiband ums Fußgelenk geknotet. In Fachkreisen auch Bungee-Jumping genannt. Die sind dann teilweise mit Motorrädern runtergehüpft. Aber das ist leider alles schon seit über 10 Jahren geschlossen. Irgendwann hat man da Asbest gefunden, dann war es zu. Und dann wollte man es wieder öffnen. Das ganze Asbestzeugs ist jetzt weg. Aber Entfluchtungsmöglichkeiten fehlen. Also falls da irgendwie was ausbricht, ein Feuer oder sowas, da kommt man nicht einfach so runter. Da hat man schon überlegt, ob man vielleicht so eine Rutsche spiralförmig um den Fernsehturm herumbaut. Ist ja auch eine Attraktion. Könnte man ja machen. Nur das kostet eine 2-stellige Millionensumme und da traut sich im Moment keiner so richtig ran. Frag mal in Otto. So eine Bauschutt. Ja, Otto, so spiralförmig so. Ja. Da kriegst du Dampf drauf. Ja. Ja. Ja, das wäre lustig. Ja, dahinter befinden sich dann die Messehallen. Also die so halb nach links blicken. Also das Radisson Blue, das Hotel, dann dahinter der Fernsehturm. Zwischendurch ein wunderschöner großer Park. Die Wallanlagen. Abends dann mit Wasserlicht spielen. Hohe Fontänen, kleine Kaskaden hüpfen umher. Das Ganze mit buntem Licht und auch noch klassischer Musik und jeden Abend auch noch kostenlos. So, vor uns gibt es auch wieder ganz, ganz viele Bäume. So ein kleiner Park, der Park Moorweide. Also hinter der Shell-Tankstelle. Moorweide, weil das ja alles moorig ist, morastig. Früher war das mal Weideland, das war schon ganz lange her. Das weiß auch keiner so ganz genau. Also das ist tatsächlich so. Im Moment weiß keiner, wie... Radfahrern, denn